Ja, hallöchen, meine lieben Balkongärtner. Heute habe ich mal ein ganz anderes Video für euch, denn ich war total geschockt, wie die Gemüsepreise jetzt im Keller sind. Also normalerweise gehe ich ja immer auf den Markt einkaufen, aber es hat sich so ergeben, dass ich jetzt im Supermarkt war. Ihr seht hier in einem italienischen Supermarkt, da die Preise hier italienisch beschriftet sind. Und wenn ihr da mal schaut, wie günstig die ganzen Dinge sind, ich war einfach total geschockt, weil man muss ja auch bedenken, was bekommt denn da eigentlich noch der Bauer für das Gemüse? Also, wir bauen ja auch selbst Gemüse auf dem Balkon oder im Garten an und ich finde es total schrecklich, dass der Wert von diesem besonderen Gut einfach, ja, nichts mehr wert ist, obwohl Gemüse ja so wertvoll sein sollte eigentlich für uns und für unsere Gesundheit. Ja, und deshalb möchte ich dieses Video machen und euch mal zeigen und euch auch fragen, wie denn so bei euch die Preise sind. Denn ich war richtig geschockt. Schaut mal her. Hier Weißkohl für 99 Cent das Kilo. Also es ist schon extrem günstig. Also. Und hier haben wir Rosenkohl auch für 99 Cent das Kilo. Also, das sind Preise, die kenne ich eigentlich so gar nicht. Ich war wirklich geschockt einfach nur. Also, entweder sind wir jetzt gerade in einer extremen Deflation gelandet, oder ja, das sind hier so Werbemaßnahmen. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, wenn ein Bauer, wenn im Supermarkt hier für 99 Cent der Weißkohl verkauft wird, was bekommt denn dann noch der Bauer dafür? 20 Cent das Kilo, das ist extrem. Oder? Also schäbig, sage ich mal. Ja, für den Verbraucher natürlich gut. Und solch günstiges Gemüse im Angebot zu haben, da habe ich dann natürlich trotzdem dann mal zugeschlagen, obwohl es nicht Bio war. Das war mir relativ egal, weil die Qualität war auch überraschend, also wirklich, wirklich überraschend gut. Also für 99 Cent, ich habe noch nie so eine Qualität hier gesehen. Also ja, ich war wirklich erstaunt. Hier zum Beispiel, hier haben wir Radieschen, wenn man das sieht. Die kosten auch so 99 Cent pro Packung. Ach, das ist gar nicht ein Kilo. Aber ich habe noch ein paar Fotos mehr gemacht. Ich werde es euch jetzt zeigen. So, schauen wir mal hier. Ja, da habe ich Fenchel fotografiert, weil ich wollte euch den Vergleich zeigen. Das ist hier ein Bio-Fenchel, der kostet hier, wenn man es lesen kann, 4,92 € pro Kilogramm. Und dann habe ich aber einen Fenchel, wie man hier sieht, schon ziemlich gammelig. Und dann, wenn man hier auf dem nächsten Foto sieht, da ist nochmal der Fenchel und der kostet da 99 Cent das Kilo. Also das ist hammermäßig, sage ich euch. Und der war wirklich Top-Qualität. Und da frage ich mich jetzt wirklich, da frage ich jetzt auch euch nochmal, welche Priorität setzt ihr denn eigentlich? Was steht an erster Stelle? Bio oder regional oder frische? Also für mich, muss ich ehrlich sagen, in dem Moment stand für mich die Regionalität und die Frische im Vordergrund. Wobei man ja sagen muss, der Fenchel, der kommt ja nicht aus Südafrika. Das Gemüse hier alles ist ja eigentlich für mich hier regional, also sagen wir mal mindestens national, weil das hier kommt alles aus Sizilien und ja, das ist eigentlich super Qualität. Und für den Preis, ja, da war ich richtig erstaunt. Hier die Möhren auch 99 Cent das Kilogramm. Da habe ich noch ein paar Bilder für euch. So, Zwiebeln. Zwiebeln sind normalerweise immer richtig teuer. Zwiebeln für 99 Cent das Kilo. Die roten sogar. Also die sind normal teuer. Und ihr seht ja auf dem Bild, die haben echt eine super Qualität. Die leuchten hier schön. Also nichts mit faule Stellen oder so. Also ja, ich war richtig erstaunt. Ich kann es nur wiederholen. Zwiebeln habe ich dann auch gleich welche mitgenommen. Ach, Zwiebeln sind einfach genial, auch selbst anzubauen. Und wenn man, ja, wenn man drüber nachdenkt, was das eigentlich für eine Mühe macht, dieses Gemüse, das ich euch jetzt gerade gezeigt habe, und auch die Zwiebeln, das anzubauen, und dann bekommt man dafür nur, was weiß ich, 20 Cent.
als Bauer. Das ist echt zum Weinen, oder? Also, da vergeht einem echt die Lust am Gärtnern, sage ich mal. Naja, schauen wir mal weiter. Ja, hier auch nochmal die Zwiebeln. Hier sind die abgepackt. Die sehen aber auch alle super aus. Das nächste Bild. Ja, Bananen. Bananen. Also ich kam gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Normalerweise sind Bananen für 99 Cent ja überall immer ja, mit schwarzen Stellen und sonst was und schon zerdrückt. Und die Qualität war einfach enorm. Also schaut euch selber an. Also die waren frisch, frisch aus der Kiste. Also gerade erst angekommen wahrscheinlich mit dem Containerschiff. 99 Cent für das Kilo. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich habe da einfach ein paar mitgenommen. Bananen, die jetzt nicht bio sind, die sind ja jetzt auch nicht so problematisch, weil wenn die gespritzt werden, landet ja viel auf der Schale. Hat man ja auch in vielen Tests schon nachgewiesen, dass die Pestizide an der Banane eher abprallen. Am Inneren, sage ich mal, dass da nichts rankommt. Wichtig ist natürlich immer, die nochmal abzuwaschen unter fließendem Wasser, weil natürlich auf den Händen bleiben dann Pestizidrückstände auch, ja, auch nochmal drauf. Ja, jetzt habe ich noch zwei Fotos für euch. Hier, Ananas. Hey Leute, für 99 Cent das Kilo. Ey, wo gibt's sowas? Gibt's das bei euch? Ich glaube nicht. Also, das letzte Mal, wenn ich Ananas gekauft habe, da habe ich da 3, 4, 5 Euro für bezahlt. Und im Bioladen bei Flugananas, ja, da kommen wir schon fast an die 10 Euro dran. Manchmal. Kommt auf die Saison drauf an, aber das finde ich jetzt echt extrem. Also 99 Cent, das Kilo Ananas ist Hammer, einfach nur. Einfach nur Hammer. So, ein Bild habe ich noch. Hier. Wir sind cool. Und ich muss euch sagen, ich habe jetzt nicht von allem hier ein Foto gemacht. Da waren sicher noch andere Angebote für 99 Cent. Aber wir sind, schaut euch mal den schönen grünen Wirsing an. Der war knackig frisch. Also 99 Cent für den Wirsing. Auf italienisch Werze auch genannt, wie man hier lesen kann. Ja, also ich als Bauer, als Gemüsebauer werde total frustriert. Und ich hoffe mal, dass ich mein überschüssiges Gemüse nicht für, ja, nicht für einen Euro hergeben muss. Das wäre echt traurig. Dann, naja, denn ich weiß den Wert einfach, der im Gemüse drin steckt, wenn man den selber anbaut. So, meine Lieben, Gartenfreunde, jetzt würde ich mich über viele, viele Kommentare unter dem Video freuen. Denn das sollte eine Anregung sein, dieses Video zum Nachdenken. Und wir sehen uns bald schon im nächsten Video. Bis dann, euer Christian hier vom Balkonen und ciao, meine Lieben.